In diesem Lernvideo zur Kleinschreibung schauen wir uns verschiedene Endungen von Wörtern an, die uns helfen zu erkennen, ob es sich um Verben oder Adjektive handelt. Bei dem Kapitel bezüglich der Kleinschreibung handelt es sich um ein relativ kurzes Thema. Trotzdem schauen wir uns ein, zwei kleine Tricks an, die dir helfen, Wörter zu erkennen als solche, die man kleinschreibt. Nehmen wir hierfür einfach einen Beispielsatz her. Tim übt seinen Sport leidenschaftlich aus. Klar, du erkennst wahrscheinlich sofort, dass die Wörter übt und leidenschaftlich kleingeschrieben werden müssen. Und damit sind wir bei den Tricks, die wir uns anschauen. Aus dem Vorgängervideo weißt du ja, welche Wörter du groß schreiben musst, beziehungsweise worauf du achten musst, um Wörter zu erkennen, die man groß schreibt. Logischerweise sind dann alle anderen Wörter, die nicht dazu gehören, diejenigen, die man klein schreibt. Wir beschränken uns heute auf die Verben und auf die Adjektive. Hierzu schauen wir uns an, worauf man hier achten muss. Allgemein gilt, Verben und Adjektive schreibt man immer klein, sofern sie nicht erstens nominalisiert sind, also sprich mit den versteckten Artikeln, oder am Satzanfang stehen. Klar, dann wird jedes Wort, egal welcher Wortart, groß geschrieben. Verben haben oft die Endung en im Infinitiv, also sprich in der Grundform. Wie zum Beispiel hier in verlieren oder lernen. Dafür musst du zum Beispiel einfach die Grundform eines gesuchten Wortes bilden. Bei Adjektiven ist es so, Adjektive haben ganz unterschiedliche Endungen, aber auch hier kann man sie in Kategorien ordnen, die du sofort erkennst. Wie etwa die Endung ick oder isch, lich, sam, los, l, istisch oder if. Beispielsätze hierfür oder Beispielwörter hierfür sind notdürftig, wie zum Beispiel mit ig, logisch, sachlich, einsam, schamlos, reell, realistisch und naiv. Diese Endungen sagen dir also sofort, es handelt sich um ein Adjektiv und somit schreibst du es auch klein. Schauen wir uns hierzu noch kleine Beispielsätze an. Madonna war ziemlich klein. Klar, bei klein handelt es sich um ein Adjektiv, somit weißt du, die Schreibweise mit einem kleinen k muss richtig sein. Beispiel, Elvis lag auf dem Rücken. Du siehst hier auch sofort, bei lag handelt es sich um ein Verb, also bildet den Infinitiv, wie wir hier oben aufgeschrieben haben. Der Infinitiv von lag ist legen, also mit der Endung en, somit erkennst du es sofort als Verb und du weißt, dass es klein geschrieben werden muss. Schauen wir uns noch zwei weitere Beispielsätze an. Die Kinder spielten leidenschaftlich Fußball. Du erkennst sofort anhand dieser Endung ich oder lich, die wir ja hier oben auch aufgeschrieben haben. Lich ist eine Endung von Adjektiven und somit weißt du, weil sie weder nominalisiert noch am Satzanfang stehen, die Schreibweise mit einem kleinen l ist die richtige. Auch hier haben wir noch einen Satz. Der Gangster nutzte die Situation schamlos aus. Hier hättest du die Endung los, die wir ja auch notiert haben, hier als Adjektiv bzw. als Kennzeichen eines Adjektivs. Somit weißt du, es ist weder nominalisiert noch am Satzanfang, also musst du es klein schreiben. Fassen wir also das Ganze nochmal zusammen. Wörter sind klein geschrieben, wenn man zum Beispiel die Wortart bestimmt. Hier haben wir uns jetzt nur auf die Verben und Adjektive beschränkt. Wir achten dabei auf die Endung. Bei Verben, wenn wir sie in den Infinitiv setzen, haben wir sehr oft die Endung en, lieben, legen, schlafen und so weiter. Bei Adjektiven haben wir diese ganzen Endungen, natürlich noch einige mehr, aber ick, isch, lich, sam, los, l, istisch und if sind sehr häufige Endungen. Und somit schreibt man dieses Wort, weil es sich um ein Adjektiv handelt, auch klein. Wie gesagt, diese Kleinschreibung bezieht sich nur dann darauf, auf die Richtigkeit, wenn sie weder am Satzanfang stehen, noch nominalisiert sind. Gehen wir also noch einmal zurück zu unserem Anfangssatz. Tim übt seinen Sport leidenschaftlich aus. Natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Wort, also du erkennst es klar als ein Verb, in den Infinitiv setzt, haben wir üben, die Endung en, hier haben wir aufgeschrieben, dabei handelt es sich meist um ein Verb, somit schreibt man es klein. Hier haben wir noch das Wort leidenschaftlich.
Die Endung lich lässt die Vermutung zu, dass es sich um ein Adjektiv handelt. Es ist hier weder nominalisiert noch am Satzanfang. Somit muss die Schreibweise mit einem kleinen L die richtige sein. Blicke noch einmal zurück und schätze dich selbst ein, ob du die folgenden Lernziele erreicht hast. Kennst du verschiedene Endungen, die darauf schließen lassen, dass es sich um Verben handelt? Und kennst du verschiedene Endungen, die dir helfen, dabei zu erkennen, wann Adjektive ins Spiel sind? Bist du dir unsicher? Spule das Video zurück und schau dir die entsprechende Stelle noch einmal an.